Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz zockt, und zwar diesmal mit Unwail, The Ultimate Survival Simulator. Ein Survival-Spiel, wer hat's gedacht, steht ja unten schon im Titel. Und es ist ein Spiel, was schon ein bisschen länger raus ist. Ich glaube, auf Steam erst seit 19. April steht auf der Steam-Seite. Und kostet so 15 Euro, Link wie immer in der Beschreibung. Das Ganze ist von Particle Studios. Thank you for the key, guys, and the ability to show this game on my channel. Vielen Dank an die Entwickler natürlich für den Key. Und ich will euch ein bisschen zeigen, um was es geht. Ich sag euch gleich, es ist ein Spiel, ich habe es einmal im Livestream angezockt und ich versuche es euch jetzt ein bisschen näher zu bringen. Es ist von der Steuerung ein bisschen tricky. Ich habe mir hier den 360-Controller in die Hand genommen. Kann ich auch nur empfehlen. Und wir können ja uns das mal Ganze angucken hier in den Settings. Up Arrow Gear Gamepad, hier sieht man es auch nochmal. Eigentlich dachte ich, war das nicht auch mal in Deutsch? Ne, ich glaube nicht. In Deutsch war das nicht. Oder Interface, ne, genau, man konnte auf Grad Celsius einstellen, 24-Stunden-Format etc. pp. Menü auf B, Select, es gibt wenig Tasten und wir können die Zeit beschleunigen. Es ist ein Roguelike-Spiel, das heißt, wenn wir in dem Spiel sterben, dann müssen wir von vorne beginnen. Wir spielen jetzt am Anfang mal das Tutorial. Dann seht ihr auch mal, wie das Spiel funktioniert grundlegend. Es hat ein bisschen was von, nicht rundenbasiert, aber man macht Züge und verbraucht dort Energie und muss sich genau überlegen, was macht man als nächstes. Also so, wir gucken mal. Also, wir gehen mal auf Play und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Also, wir machen die Szenarios. Und wir fangen hier bei dem Tier 1 an. Das erste Szenario, was wir schaffen müssen, das ist so die Grundlagen. Very easy, das ist gelogen. Wenn man nicht weiß, wie das Spiel geht, ist es relativ schwer. Aber ich zeige uns trotzdem, wie das Ganze hier funktioniert. Wir gehen ins Spiel rein. So, Simulation paused. So, wir sind durstig und müssen Wasser finden. Machen wir. Und zwar, wir laufen nach unten. Wir sehen unten links diese 10, dieser gelbe Balken mit 10, das ist praktisch unsere Ausdauer. Das ist auch die Energie, die wir für Zügezeit haben. Außerdem haben wir massiv Durst und sollten möglichst schnell was trinken. Dazu müssen wir an eine Wasserquelle ran. Ich kann hier nicht durch die Bäume, aber hier können wir ans Wasser. Jetzt drücke ich hier diese Aktionstaste und sage Drink. Fresh Water. Jetzt machen wir uns auf jeden Fall erstmal voll mit Wasser, 27 Grad. Wir können uns jetzt auch abkühlen. Die Temperatur steigt. Wir können jetzt hier baden. Much better. Können wir nochmal baden? Naja, ist ein bisschen nass. So, wir müssen uns was zum Essen besorgen. Hier gibt es auf der rechten Seite gibt es so, genau, we should scout for food. Wir sollten uns nach Essen umsehen. Das besorgen wir uns jetzt hier. Die haben wir. Die werden wir gleich essen. Das können wir eigentlich direkt machen. Wir gehen ins Inventar. Ich kann euch nur empfehlen, wie gesagt, 360-Controller. Und dann essen wir diese Beeren. Jetzt kriegen wir unten Zugpunkte zu. Pro Beere sind das 3 Punkte. Also sind wir jetzt bei 15. Ne? So. Dann holen wir uns die Beeren hier oben noch. Ich habe da ja nochmal Beeren gesehen. Nicht die haarigen Schweine, ihr wisst es, aus Seven Days to Die, sondern Brombeeren. Na, was sind das? Brombeeren doch. Sind das doch, oder? Brombeeren? Brombeeren? Heidelbeeren? Brombeeren. So, die können wir uns eigentlich direkt reinziehen, weil was anderes außer Essen macht eh keinen Sinn. So, jetzt können wir mal hier rechts durchgehen und gucken, was wir noch finden. Da gibt es Stöckchen und Stein. Das kostet mich einen Energiepunkt, um das Ganze aufzunehmen. Ne? So, jetzt haben wir 3 Zweige und ein Dorn. Den Stein, auch einen Energiepunkt, nehmen wir mit. Wir sollten uns versuchen, wo wir im Schatten stehen. Wo stehen wir denn im Schatten? Hier? Hier stehen wir im Schatten. Genau, unterm Baum. Dann schwitzen wir nicht zu stark. Man sieht da unten jetzt auch, wenn ich hier aus dem Schatten rausgehe, achtet mal unten auf die Temperatur. Plupp, ist der Schutz weg. Jetzt stehen wir hier und schwitzen uns nicht ganz so ein ab. So, wir brauchen aber auf jeden Fall mehr zu essen. Ich würde sagen, wir nehmen hier die Liane mit, die kostet uns 2. Und gucken mal, ob wir noch was finden. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht in dem Angezockt, aber wenn nicht, machen wir einfach weiter. Da sind mal Bären. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir uns hier direkt... Und da unten auch nochmal. Sehr geil. Und da oben auch noch eine Pflanze, habe ich gerade gesehen. Die ziehen wir uns jetzt rein. Und kam somit wieder... Ja. Genügend Energie für die nächsten Züge. So sieht's gut aus. So, da ist noch ein... Was sind das? Tomaten oder was sind das? Toronja Plant, das sagt mir jetzt Harvest. Wir sammeln die
Looks delicious. Probieren wir doch gleich mal aus, ob die wirklich delicious ist. Ob die köstlich ist. Was bringt ihr uns denn wieder? Steht das irgendwo? Plus 15 Energie. Perfekt. So, schon sind wir auf einem guten Weg. Den Zweig nehmen wir noch mit. Und wir haben Terrania Seed. Den können wir wahrscheinlich einpflanzen mit der Zeit, könnte ich mir vorstellen. Außerdem ist es so, wenn wir im Menü sind, hält die Zeit an. Ich sehe zwar Tropfen noch, oder? Zieht es hier Energie ab? Ne, die Zeit läuft und nicht weiter. 16.31 Uhr haben wir immer noch. Wir können hier verschiedene Klamotten anziehen. Diese, die wir hier sehen, sind Quatsch. Die hat mein Charakter immer an. Entschuldigung. Wir können hier craften. Wir haben hier verschiedene Materialien, aus denen wir Sachen herstellen können. Ich meine, man kann hier die Sachen markieren. Ich glaube, wenn wir eine Liane anklicken, dann sagt er mir die Möglichkeiten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich will eine Axt haben. Nehmen wir mal die einfachste Axt. Und bestätige die, dann sagt er mir, es fehlt ein Stein und ein Stück Holz. Dann gehen wir jetzt hier unten wieder hin, markieren noch einen Stein und noch ein Stück Holz. Und jetzt haben wir, nach einer Stunde 28, können wir eine Axt herstellen. 5 Minuten später, 1 Stunde 28. Okay, ich habe wahrscheinlich Scheiße jetzt erzählt, aber naja. Das wisst ihr ja. So. Jetzt bin ich mir nicht sicher, muss ich das Ding ausrüsten, die Axt? Tool. Ich glaube, ich habe es jetzt ausgerüstet. Wir können nämlich jetzt hier den Baum wegschlagen. Das kostet uns 30 Energie. Machen wir. So. Da haben wir nochmal Beeren. Sammeln wir auch ein, die Twiggy Fruit. Was hat er gesagt? Wir sollen uns ein Feuerchen machen oder sowas, gell? Irgendwie. You must keep pushing north if I wish to survive. Okay, dann wir sollen weiter nach Norden gehen, um zu überleben. Wir haben noch 21 Punkte. Was ist das hier? Grasflächen? We may cross the swamp if a level. Okay, also erst wenn der Wasserpegel nach unten ist, können wir hier weitermachen. Oh, da oben sind noch ganz viele Beeren. Ich gehe da hoch. Es ist so, mit Material, also zum Beispiel mit einer Liane und einem Stück Holz und einem Dorn, können wir entsprechend ein Kletterseil machen, was wir permanent an so einer Klippe hier anbringen können, um hoch und runter zu kraxeln. Und ich habe jetzt im Moment nicht genügend Material dabei, sonst würde ich euch das mal zeigen. Was bringen die denn? 20 Grad Temperatur. Okay, 5 Energie, aber 20 Wasser. Dann essen wir doch mal einen. Und wenn wir noch einen essen, haben wir 25. Okay. Wir haben 1926. Hat er nicht gesagt, ich soll ein Feuerchen machen? Mit dem bisschen Material, was wir haben, können wir das natürlich nicht. Was ist das Schild? Gar nichts. I see a town nearby. We made it! We should do this more often. Yeah, we should. What? Okay. Challenge complete. Achso, wir mussten nur in die nächste Stadt kommen. Das war unser Ziel. Haben wir aber geschafft noch vor dem Anbruch der Nacht. So, das war jetzt Learn Survival Basics, Return to Civilization. Also wir sind praktisch rausgegangen. Wir haben den Bear Grylls sozusagen gemacht in dem Spiel. Und jetzt sind wir, glaube ich, fertig mit dem ersten Abschnitt. Jetzt können wir Tier 2 ausprobieren. Und das machen wir auch. Ne? Difficulty immediate. Ah, hier gibt es verschiedene schwierige Szenarien. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal easy going. Wir versuchen zu fischen. Probieren wir das mal aus. So, wieder pausiert. 3 days. You, me and fish. So. Mhm. Also wir sollen uns... let's do this. Wir sollen uns praktisch... in die Erde graben, um Würmer zu finden. Also wir sehen jetzt hier, wir haben nichts dabei. Wir haben praktisch einen neuen Spielstand angefangen, wenn man so will. Und besorgen uns was, mit dem wir angeln können. Angeln brauchen wir auf jeden Fall ein Seil. Da ist eine Höhle anscheinend. Das kenne ich auch noch nicht. Da unten ist Holz und wir brauchen noch einen Dorn. Ein Dorn, ein Thorn. So, ein Knüppel. Und wir brauchen noch so ein paar Zweige. Haben wir irgendwo noch Zweige? Da ist ein Stein, da geht's nicht weit. Da, direkt davor. Ja, jetzt haben wir einen Thorn. So, wo gehen wir denn fischen, würde ich sagen? Hier unten. Aber ich nehme die hier nochmal mit. Und dann können wir uns nämlich ein Seilchen machen. Zeige ich euch auch.
Hier fischen ist doof. Da ist noch ein Stein. Den nehmen wir auch noch mit. Ups. Ich nehme jetzt mal alles mit, was ich hier oben finde. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber wir probieren es einfach mal. So, dann kraxeln wir hier mal runter. Nee. Wir gehen jetzt ins Crafting-Menü. Das dürfte reichen. Moment, ich glaube, wir haben alles dabei. Wenn wir jetzt hier drücken... Genau. Wir können jetzt entweder den Berg runterrutschen. Das kostet uns einen Energiepunkt. Wir haben ja 70, also wir haben genügend. Oder wir können ein Climbing Wine... auf jeden Fall machen wir ein Seil hin. Da sieht man es auch. Einmal das, einmal Stöckchen. Und so. Und jetzt haben wir uns hier praktisch einen permanenten Weg gebaut, der uns keine Energie kostet. Oder zumindest nicht mehr Energie kostet. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, ein Problem, ich Idiot. Genau. So, wir gehen wieder hoch. Kostet uns ja nicht mehr Energie. Und wir holen uns hier vorne erstmal den Stab wieder, den Stock wieder. Denn wir müssen ja eine Angel bauen. Bisschen verbuselte Energie. Aber es ist ja hier, um euch einen angezockt zu zeigen. Es gibt ja später auch so einen Free-Mode, wo man praktisch dann permanent versucht zu überleben. Ne? So. Crafting. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich meine, es waren Dorn, eine Liane und ein Stöckchen. Macht eine Angel. 5 Minuten später haben wir eine Angel. Eine Fishing Rod. Gibt es auch verstärkte noch. Und jetzt können wir hier fischen. Moment, wir müssen erst... Moment, wir müssen noch hoch. Wir müssen noch... diggen. Okay. Wir sollen... Ich glaube, extra Loot war das. Genau. Wenn wir aus dem Loch, was wir gebuddelt haben, noch ein Würmchen holen, dann haben wir mehr Chancen, einen größeren Fisch zu fangen. So, das probieren wir jetzt mal. Jetzt gehen wir ins Crafting-Menü. War das so? Nee, das war nicht so. Konnte ich nicht den Wurm? Muss ich den da drauf? Oder kann ich... Fish with Würmchen. So. Was ist ein Tag, um zu fischen? Da schwitze ich hier einen Ast ab. Wäre besser, wenn wir irgendwie eine Höhle hätten oder so. Da unten ist ein Baum, aber da ist kein Wasser in der Nähe. Okay. Ah, jetzt fängt's an. Ich glaube, der ist abgehauen. Nein. Da ist nichts mehr dran. Hat er sich nur den Wurm geholt? Booked Progress. Komm, wir holen immer den einen. Will Pierce Fish Deeper, Release, Pull Out. Was haben wir jetzt eingesammelt? Ach, ein Mino, einen kleinen Fisch. Fish with? Mit dem können wir wieder fischen. Wir haben jetzt den kleinen Fisch, den wir gerade gefischt haben, haben wir an die Angel gemacht und fischen wieder weiter. Mit Fischen fischen. Und fischen hinterher. Warte jetzt mal ein bisschen ab. Mein Controller rampelt so ein bisschen. Macht er gerade. Nein, es wird dunkel. Ich sehe nichts. Oh oh. Ja, jetzt. Noch nicht. Wir warten noch ein bisschen. Oh, jetzt geht er richtig ab. Jetzt zappelt er richtig. Pull out. Jawoll. Objective complete. I'm starting to getting cold. Jetzt sehe ich nichts. Wir können uns ja mal hinhauen, oder? Sollen wir mal schlafen? Sleep. Ja, sleep. Ist er schon erfroren? Ist er schon erfroren? Hab ich's versaut? It's too cold to sleep. Okay, wir bräuchten irgendwie... Ich sehe nichts. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Was war denn das eben? Ach, da ist... Was ist das für ein Vieh? Nicht das? Ich sehe nichts. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Scheiße. Ist hier unten wärmer? 11 Grad? Müssen wir ein Feuer machen, ne? Ich probiere hier nochmal zu schlafen. Okay. I feel sick. Oh Gott, was hat er gemacht? I'm thirsty, we should look for water. Shit. Ich glaube, wir gehen kaputt. Das ist halt Survival-Spiel, ne? Hm. Warum sind wir denn...
Ich spule mal die Zeit vor. Vielleicht geht ja gleich die Sonne auf, damit wir was sehen. Da. Too thirsty to sleep. Ja, wo gibt's denn hier Wasser bitte? Ich bin doch nur am Meer. Wo soll ich denn bitte hier Wasser finden? Oder kann ich aus dem Wasser trinken? Niemals kann ich aus dem Wasser trinken, oder? Oh, das ist gar kein Meer mehr, sondern Seesee. Nee, Bath. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich gehe gleich kaputt. Warum sind wir denn krank? Habe ich irgendwas Falsches gegessen? Habe ich irgendwas Falsches gegessen? Das ist das, was ich manchmal noch nicht kapiere bei dem Spiel. Auch nicht mehr allzu viel Züge. Hier komme ich nicht durch. Und da komme ich auch nicht weiter. Das hier oben könnte Süßwasser sein, wa? Ah, das ist Süßwasser. Und schon geht es mir besser. Das muss nur noch die Sonne rauskommen. Was ich jetzt nicht ganz verstehe. Ich dachte, meine Aufgabe wäre... I'm started getting cold. Vielleicht können wir uns ja irgendwie ein Feuerchen machen. Wir nehmen nochmal das Material mit und gucken mal. Ich guck mal ganz kurz im Inventar. Was sind denn die Tokens? Ach so, das ist das, was ich mir auch verdienen sollte, ein Phishing-Token. Okay, das Brummen ist, dass es nicht geht. Alles klar. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, Clothing habe ich keins. Warum bin ich krank geworden? Das ist eine große Frage. Wir nehmen uns noch ein bisschen Zeug mit. Ich guck mal, ob ich irgendwie ein Feuerchen machen kann. Nein, Fish with. Steht zu nah. Man muss immer einen Abstand haben, bevor man den Stuff hier aufsammelt. Wir gucken mal, ob wir den Fisch braten können. Dieses Sick oben, das interessiert mich wahrscheinlich. Erkältung? Nee. Gucken wir, ob wir ein Feuerchen machen können. Ne, das sind alles Klamotten. Was brauchen wir denn für Klamotten? Ein Stück Leder und eine Liane. Okay, was brauchen wir hierfür? Blätter. Wo kriegen wir denn Blätter her, bitte? Unsere Aufgabe war ja zu fischen, ne? Vielleicht müssen wir einfach nur noch mehr fischen. I'm so hungry. Kann ich den Fisch essen? Warte mal. Ah, wenn ich den Fisch esse, gibt er uns Krankheit. 11 Stunden lang. Die Frage ist nur, wir müssen mal gucken, ob wir noch mehr Holz haben. Nur wie mache ich das Holz? Oh, das sind Kokosnüsse. Slide down. Die geben uns auf jeden Fall was zu essen. Ja, ich soll einen Stein verwenden, um diese Nüsse aufzuschlagen. Das weiß ich, das geht. Stein, Utility. Crack an open object. Nein, da brauchen wir 30 Energie. Wir haben nur 19. Verdammt, wir sind am Arsch. Ach, da ist ein Weg hoch und runter. Na, fantastisch. Oh. Was machen wir nu? Ich glaube, wir sind am Arsch. Nein, ich mag nicht sterben. Ist versaut. Jetzt habe ich nicht mal genügend Energie, um die bekackte Kokosnuss aufzubrechen. Was ist eigentlich hier oben an dem Stein? Das raff ich nicht. Was macht der Stein? Macht der überhaupt was? Big Rock? X. Ich drücke X. Passiert aber nichts. Wahrscheinlich brauche ich irgendeine Spitzhacke oder sowas, um hier weiterzukommen. Ich habe auch nicht genügend Energie, um die Bäume hier wegzutackern. Moment, ich kann einen Regenwurm essen. Nein, 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 das wollte ich... super. Wir machen das jetzt so. Dick. Extra Dirt? Plant. Wir haben nichts zum Planten, wir können nichts einpflanzen. Mann, warte mal, ich will einen Regenwurm, der gibt uns wieder Energie. Na, gleich haben wir auch keine Energie mehr, ne? Extra Loot. So. Vielleicht können wir den ja futtern. Eine Energie. Das. Okay, ich esse jetzt den Fisch. Jetzt haben wir 60. Jetzt sind wir zwar krank für einen Tag und mehrere Stunden, aber wir haben Energie.
Und wir können mit dieser Energie auf jeden Fall mal richtig erbrechen. Weil jetzt haben wir Energie. Das kostet die Energie, so zu brechen. Ne? Also schauen wir mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Inventar und können mit dem Steinchen die Kokosnuss öffnen. Half filled Coconut und eine Half Coconut. Okay, also wir haben praktisch da diese Kokosmilch noch mit drin. So, das können wir trinken. Und irgendwo, da sind noch Hälften. Ach genau, die waren nicht zum Essen. Das habe ich nämlich auch gedacht beim letzten Mal. Mensch, da ist doch Kokosfleisch drin, das können wir doch essen. Nee, mit denen können wir, die können wir voll Wasser füllen. So, warte mal, jetzt versuchen wir nochmal zu angeln. Eigentlich wollte ich ja wissen, wie man noch ein Feuerchen macht. Wir gucken einfach nochmal nach ein bisschen Material. I'm start to feeling hot. Hm. Wie wär's, wenn du ein Hoodie ausziehst, du Kerl? Komm, wir versuchen nochmal zu angeln. Fish with Regenwurm. Off we go. Es beißt nichts an. Dafür bin ich krank. Mir ist zum Kotzen schlecht für 22 Stunden. Prima. Oh, jetzt. Oh, da war irgendwas. Was ist denn hier los? Ist das ein Gewitter oder ist das der Fisch? Das ist ein Gewitter. Ach, ich dachte schon. Ich dachte, jetzt ziehe ich irgendwie einen Wal hier raus oder sowas. Na komm. Attention, attention. Ja, es wird gleich einer anbeißen, sagt er. 17 Grad, es wird kalt. Hm. Ja, ja, ja. Der ist immer voller Hoffnung, gell? Ist egal, was passiert. Er will immer anbeißen. Er ist immer positiv gestimmt. Will immer anbeißen. Ich habe keinen Regenschutz. Ich werde mich erkälten und dann für 20 Minuten mich... Was passiert eigentlich in 20 Minuten? Bin ich dann nicht mehr krank? Beißt auch nichts an, gell? Also, von der Theorie her, bei Regen müssen ja die Würmer rauskommen, ne? Was? I think may bite one? Jetzt wird's schon wieder dunkel. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Es ist die einfachste Übung und ich werde es nicht schaffen. Los! Komm, ich ziehe es jetzt mal raus. Es ist okay. Ja, genau. Es ist nämlich nichts, hat nichts angebissen. Verdammt. Und es ist kalt. 13 Grad. Ich bin begeistert. Gut, das Spiel sagt ja schon, es ist der wahre Survival Simulator. Wir müssen auf Körpertemperatur achten. Wobei, das hat ja 7 Days to Die mittlerweile auch drin. Also, ist ja nicht so, als wäre das was Besonderes. Oh, jetzt. Los, mach mehr Attention. Attention! Attention! Okay, wir werden erfrieren. Der Fisch beißt einfach nicht an. Okay. Also oben, man sieht es ja, diese Tension, das ist das wahrscheinlich, wie intensiv der da gerade anbeißt. Wir sind gleich wieder kaputt, gell? Würde ja gern was fischen, aber irgendwie bin ich da zu dusselig zu. Und dafür sind wir aber noch 20 Minuten sick. Mir fällt auch gerade auf, das läuft hier die Zeit wird weiter, aber diese Krankheit geht nicht weg. Ich meine, Fischen ist doch so chillig, der müsste doch ohne Probleme... Vielleicht, weil ich den falschen Köder verwende? Hm. 8 Grad, ich werde, glaube ich, wieder erfrieren. Meine Energie geht auch runter.
Ich ziehe das jetzt raus. Nein, escaped. Okay. 21 Uhr. Fishing is nice. Hm. Ich hätte die Angelrute vielleicht weiter auswerfen müssen. Dann hätte es vielleicht was gebracht. Jetzt komm! Ah, ah, jetzt? Komm, wir schaffen das noch. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Wieso geht denn jetzt die Krankheit wieder hoch? Es ist bestimmt, weil ich hier im Kalten stehe und wir gerade mal bei 8 Grad fischen. Und ihr seht nichts, das ist das Schlimmste. Eine scheiß Fisch. Ich setz noch weiter rein. Naja, das ist die Kälte, die mich hier krank macht und mich fast sterben lässt. Oh nein, ich bin müde. Wir müssen jetzt hier. Komm, beiße an! Ich wollte es nochmal. Ach so, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit, bis wir an Müdigkeit sterben. Insomnia, sage ich da nur. The playing with the bait. Die spielen mit der Angel. Die spielen mit meinem Leben. Kinders. Komm, bitte, beiß nochmal an. Bitte, bitte, bitte. Tension, los. Tension. Jawoll. Boah, Buja! So, Fish with. Kleine Sprotte. Reel in. Mal gucken. Jetzt haben wir weit die Angel ausgeworfen. Das ist toll, oder? Der schwarze Bildsimulator. Nein, ich hab's verbrafft. Ah, ich hab zu spät gedrückt. Throw again. Eben hat's so gezappelt. Ich glaube, ich sollte das immer in diesem Menü lassen, um dann rechtzeitig einzuholen. It's escaped? Es hat doch so gezappelt. Komm. Jawoll. Jetzt haben wir doch einen riesen Tuna. Improve Fishing. Guck mal, wir sind auf jeden Fall besser. Kann ich jetzt hier hin und her laufen? Ich stelle mal die Zeit weiter. Schaffen wir das noch, bevor wir tot sind? Okay, warte mal, wir probieren mal zu pennen. Auch wenn das vielleicht keine gute Idee ist. Eine Stunde hat das geschafft. Aber es ist zumindest heller geworden. Guck mal, wir probieren jetzt zum Abschluss dieses kleines angezockt, nicht zu sterben. Thirsty, ja, mach mal. Wir brauchen vor allem was zu essen, ne? Das ist das Schlimmste an der Geschichte. Erstmal was zu trinken besorgen. The water is freezing. So. Wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen Holz. Wir haben aber kaum Energie. Jetzt ist die Frage, selbst wenn wir jetzt Holz hätten, könnten wir uns ein Feuer machen? Ich sehe fast keine Chance. Okay, wir probieren es zum Abschluss nochmal hier ein Feuerchen zu machen. Wahrscheinlich mache ich auch... Oh, was? Very terrible sick. Jetzt sind wir 2 Tage krank. Das ist nicht gut. Können wir jetzt irgendwie Feuerchen machen? Aus Stock und Stein. Ne, hier können wir nur so ein... um Trinkwasser zu kondensieren, bauen. Ich weiß nicht, wie man Feuer macht. Ich bin wirklich zu doof. Hm. Gut, zum Abschluss ziehe ich mir den Fisch noch rein. Wenn krank, dann richtig. Komm. Den können wir nicht essen. Doch, 100. Wie sind wir jetzt auf 100? Waren wir schon tot? Sind wir schon tot? Lost. Lost. Ihr Lieben, mit einem verdorbenen Magen und dem ersten Level zumindest geschafft, verabschiede ich mich hier aus dem Angezockt von Unreal. Ich glaube, im Spiel, da muss man sich noch ein bisschen Messer auseinandersetzen, bevor man sich hier in die Survival-Hölle schickt. Denn das ist eigentlich das leichte Level und naja. Ich hätte gerne, wie immer, eure Meinung in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, vielleicht ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns zum nächsten Angezockt wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ich bin noch nicht tot.